Er ist hier. Warte. Es ist Michael. Er will mit dir reden. Michael, was zum Teufel ist los? Monk spielt falsch. Er hat eben seinen FBI-Beschatter umgelegt. Er wollte nur seine Spuren verwischen, weil wir ihn eingekreist hatten. Was? Ihr habt mich benutzt, um Monk in eine Falle zu locken? Ich war euer Köder? Nein, du warst ein Verdächtiger. Wir wollten nur sicher gehen. Jetzt ist alles klar. Aber du musst ihn töten. Für die Familie. Ergibt Sinn. Durchaus. Auftrag. Erledigen Sie Monk. Finden Sie Monk. Ich hätte vielleicht den Aufzug nehmen sollen. Das wäre einfacher geworden. Auf jeden Fall. Ach, noch eins runter. Ah, komm schon. Wo ist meine... Da ist meine Karre. So, schön. Steig ein, verdammt. Was ist denn das jetzt? Wow. Da muss ich ja bis an den Arsch der Welt fahren. Obwohl, warte, ich kann hier hochfahren, gehe gerade durch und dann runter. Nee, aber dann muss ich hier lang. Mit dem Wagen wird das wohl kein Problem werden. Hoffe ich auch zumindest mal. Wenn mir jetzt keiner in den Weg kommt, wäre das auch noch praktisch. Das hat zumindest mal gepasst. Schön, wird das auch passen? Ah, scheiße. Okay. Ich laufe noch einen Moment. Ich habe zwar noch 2 Minuten. Hey, einsteigen. Los. Hopp. Wow. Gibt's ja nicht. Problem. Denn der beste Soldat der Familie ist hinter dir her. Und irgendwann bald der einzige Soldat. Aber, naja. Monk. Was hast du getan? Was hast du getan? Was schulde ich der Familie, hä? Ich meine, ich habe nie richtig dazugehört. Mich hat niemand gefördert. Wie dich. Und warum? Wegen meines Vaters? Ich sag dir was. Als sie Frankie getötet haben, weißt du was? Es war mir scheißegal. Aber du hast dich von der Familie abgewandt. Lass mich gehen oder ich muss dich umlegen. Also hilf mir lieber. Wow. Was ist das denn jetzt hier? Was muss ich denn hier? Ich bring dich um! Schön, wenn man so eine vollautomatische Schrotflinte hat. Hey, nicht so eilig. Das gibt's ja jetzt nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Was habe ich dir denn getan? Der lebt immer noch. Wieso helfen die Kugeln aus dem eigentlich? Wow. Wo kommt der denn jetzt noch her? Zurück! Ich will das nicht tun! Wow, da liegen ganz schön viele Waffen drin. Die Corleones haben mich absolviert, also habe ich mir neue Freunde gesucht. War das jetzt Monk oder wie war das? Komisch. Wollen wir doch mal sehen. Da hinten sehe ich einen der Kunios. Ich brauch dich sowieso nicht mehr. Ich hab ein paar neue Freunde. Ich will nicht verrückt. Ich will nicht verrückt.
Verdammt. Ich darf die nicht so oft verfehlen. Okay. Monk, mein lieber Freund. Wo willst du hin, Monk? Wo willst du, Verräter, hin? Ah, leider habe ich keine Dings, Luperta dabei, mit der man eigentlich Morde begeht bei Verrätern. Um das kurz zu erklären, eine Luperta ist eine abgesägte Schrotflinte, praktisch in eine Handwaffe umfunktioniert. Benutzt man im... Ach komm schon, im Ernst, jetzt muss ich ausnormen. Okay, ja, die benutzte man eben früher, um die Mafia-Jungs dann ein bisschen, ja, ein Zeichen zu setzen. Hilfe! Mordauftrag. Mission gemeistert. Respekt 75.000, Geld 50.000. Filmausschnitt freigeschaltet. Tja, so sieht's aus. Dann wollen wir doch mal kurz... Du Mist! Ich kam so schnell ich konnte. Das kann doch nicht sein. Monk, ein Verräter? Hör zu, Tom braucht dich dringend im Anwesen. Tut mir wirklich leid. Alles klar. Raus aus dem verdammten Auto! Wollte ich doch gar nicht, ich wollte den hier haben. Gucken wir nochmal in Toms Bericht. Missionen und Erpressungen sind auch im selben Level. Daher. Moment. Ich dachte, Mordaufträge werden alle erledigt. Ja. Tja. Jetzt wird's ein bisschen schwierig hier. Langsam weiß man nicht mehr, wem man glauben kann. Monk war ein Verräter, der einen Spitzel umgebracht hat, was ja eigentlich nicht falsch ist, aber irgendwie dann doch und. Naja. Man muss nicht immer mitkommen. Ich habe den Film auch bis heute nicht unbedingt zwingend verstanden. Aber naja. Warte mal. Erstmal will ich jetzt gucken. Meine Frau bringt mich um, wenn ich heute Nacht heimkomme. Was dieser Mordauftrag bedeutet. Der muss ja hier irgendwo drin sein. Hier? Oder im Keller? Ah nee, das war ja das Arbeitszimmer, genau. Da ist der Keller. Ah, ja. Ich habe Arbeit für dich. Bist du bereit, den Fettsack zu erledigen? Mhm. Klar, welcher Fettsack soll's denn sein? Luciano Fabri, der Consigliere der Cuneos, ist ein großer Esser. Er wird bewacht, aber beim Mittagessen kannst du ihn dir schnappen. Nimm dich vor seinen Bodyguards in Acht und schick Fabri zu den Fischen. Wird gemacht. Provozieren Sie Luciano, bevor Sie ihn zur Hölle schicken. Ah, das können wir machen. Wie auch immer man einen Kerl provozieren kann. Ja gut, man marschiert rein und ballert auf alles außer ihn und das macht ihn wütend. Oder man... Ah, vielleicht das Essen von ihm in die Luft jagen. Wäre vielleicht auch noch eine Variante. Ich werde jetzt erstmal den Mordauftrag erledigen, bevor ich da weitermache. Weil, wie gesagt, das, naja, könnte eben, die könnten im Nachhinein verschwinden, wenn ich die in der Mission weitergehe, aber, mal sehen, ob dann bei den, Mordaufträgen dann 110% stehen oder so. Ach. Oh Gott, da kann ich ja noch mal ein bisschen fahren hier.
Ritterly Heights brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen Hell's Kitchen. Ein schnellerer Wagen wäre dann auch schön, aber naja, man muss eben mit dem arbeiten, was man bekommt. Und das ist in dem Fall einfach nur der zweitschnellste Wagen. Wahrscheinlich schon Motorschaden, aber es wird sich regeln. Entweder fängt an zu brennen oder ich fahre dann durch, ist ja egal. Gut, also wie, das ist jetzt so eine, mich zu provozieren gerade, ist irgendwie so eine, weil, ist irgendwie schwierig, weil das nicht genau festgelegt ist, wann man einen, wenn man jemanden provoziert hat und wann, ab wann, irgendwie ab wann das zählt. Nun ja, mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich, ach, der wird ja eh in einem von meinen Restaurants sitzen. Weil in Hell's Kitchen gehört ja nahezu alles mir. Bis auf ein Geschäft, glaube ich. Tja, mal sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe, ich gewinne. Vorher sollte ich eventuell speichern. Mordaufträge waren nicht so einfach wie, entweder ich bringe ihn um oder ich bringe ihn nicht um. Wenn er mich umbringt, habe ich eh noch einen Versuch. Also ist das eigentlich egal. Na dann. Aber wenn wir auf dem Weg an einem Hotel von mir vorbeikommen, wo ich auch ein Zimmer habe, dann kann ich ja nochmal speichern. Ich glaube, so weit kommt es nicht mehr. Es war hier relativ am Anfang, ja. Aha, da ist meine... meine Zielperson. Verfolge ich ihn nochmal einen Moment. Ich soll ihn ja beim... Ich glaube, ich bin aufgeflogen. Lauf, bevor du in die Luft fliegst. Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt hier einsteige. Irgendwie... Ey, wie kann ich den Kerl vorher provozieren? Das ist jetzt eine gute Frage. Hab ich ihn erwischt? Nee, oder? Nein. Okay. Molotow-Cocktail. Mal sehen. Vielleicht erwische ich ja noch einen von denen. Nein. Oh, meine Monatseinnahmen. 179.230. Ist ja so eine Kleinigkeit. Ah, komm. Kannst du schon nicht Glück bewegen, wenn du da einen Cocktail in der Hand hast. Wo ist der Kerl? Ach, da. Kommt man damit wohl nicht. Damit weiter? Ich glaube auch nicht. So, wow. Überraschung, Überraschung. Habe ich ihn jetzt provoziert damit oder? Ey, Klappe da drüben, ja? Ach, ist ja jetzt egal. Provoziert habe oder nicht. Wie auch immer man so einen Kerl provozieren kann. Ey, lass mich mal in Ruhe hier. Dankeschön.